Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verkaufstycoon. Ja, was soll ich sagen? Garda Food, unser erster Laden, ist Geschichte. Es gab auch zahlreiche neue Updates, denn ja, ganz aufmerksame Zuschauer, und dazu gehört ihr ja wahrscheinlich alle, haben natürlich gemerkt, dass die Aufnahme der ersten Staffel aus September stammte. Sie sollte eigentlich für eine Zeit sein, wenn mal irgendwie was passiert, dass ich plötzlich megamäßig mit anderen Themen belastet bin. Und das ist in den letzten Wochen der Fall gewesen, ist auch immer noch so. Trotzdem geht mir langsam das Reservematerial aus. Und insofern hier, weil es bei euch wirklich so gut angekommen ist, neue Folgen. Wir müssen wieder Geld verdienen. Ich würde sagen, wir testen einfach mal die Pop-Up-Stores aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die beim letzten Mal schon gezeigt haben. Da haben wir kein festes Ziel. Wir können, wie soll ich sagen, wir können versuchen, innerhalb von, was habe ich denn jetzt gemacht? Wir können versuchen, innerhalb von, ja, wir können versuchen, innerhalb von 10 Tagen jetzt diesen Shop hier zu betreiben und möglichst viel Geld zu verdienen, damit wir natürlich wieder unseren eigenen Laden, betreiben können. Ihr seht, 340 mir noch geblieben, die ganze Einrichtung und so weiter ist, glaube ich, versilbert worden, aber so viel war das ja gar nicht. Wir hatten eigentlich ja ganz gute Gewinne gemacht mit Müsli und Curry-Paprika-Pulver oder so, keine Ahnung. So, was habe ich jetzt falsch gemacht? Zum Laden gehen. Ist so richtig oder nicht? Schließen. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Kann es sein, dass wir einen neuen Spielstand anfangen müssen, weil das jetzt nach dem Update nicht mehr geht, oder? Ja, Leute, ihr seid live dabei. Probieren wir halt mal ohne Pop-Up-Store. Was ist, wenn wir einen normalen Vertrag nehmen? Wir schauen mal, was sollen wir machen? Oberteile und Hosen verkaufen. 250 Artikel. Bekannter kann Geld leihen. Ja, das wollen wir, glaube ich, nicht. Gucken, ob das jetzt geht. Okay, das geht. Pop-Up-Store geht nicht. Das hier geht. Na gut. Oh. Eieieiei. Da haben wir aber, das ist ja richtig was Nobles hier. Ja, müssen wir erstmal einrichten, ne? 4.800 haben wir dafür bekommen. 250 Teile sollen wir verkaufen. Die Zeit läuft, glaube ich, gerade nicht. Ne, nee, genau, wir sind im Einrichtungsmodus. Okay, das heißt, wir fangen mal wieder an damit. Was brauchen wir alles? Wir gehen mal kurz gucken. Im Lager ist nichts. Im Lager ist nichts. Gucken wir mal kurz, was waren nochmal die Preise? 2.600, also ein bisschen viel. 20 Einheiten wird wahrscheinlich ein bisschen wenig sein, oder? Liefereinheiten 30 und 120. Boah, da geht schon richtig viel Geld dafür drauf. Nee, komm, dann fangen wir lieber klein an. Nicht, dass wir hier uns direkt am Anfang verzetteln. Brauchen natürlich eigentlich seinen Platz dann. So, das sind dann 40 und auf der Palette kommen 30 Einheiten an. Aber da würde ich vielleicht dann, dass er zumindest mehr anliefern kann. Das kann ja ruhig auf der Palette stehen. Okay. Lieferung anfragen. Ah, ihr habt nichts bestellt. Sehr gut. Dann lass uns kurz mit der Einrichtung weitermachen. Also die Basissachen, die ich ja gerne vergesse. Nehmen wir erstmal wieder eine Standardkasse. Die Kasse können wir ja ruhig so hier hinstellen, dass wir den hinteren Ladenbereich abtrennen. Trotzdem würde ich gerne von meiner Kasse aus den Laden im Blick haben, ehrlich gesagt. Dafür ist das ganz schön ungeschickt. Nicht so ungeschickt. Gut, das ist das. Lagernet haben wir, Kasse haben wir. Anzeigen machen wir hier. Für Kleidung. Und da waren wir ja immer ganz gut bedient mit so Multiständen, damit wir erstmal so zur Auswahl haben und dann sehen können, was läuft gut. Da können wir dann schön nachbestellen. Und was läuft nicht gut, da können wir dann schön nicht mehr bestellen. Dies bot sich zuletzt an. Kann man da nicht mit Steuerung oder so?
Kann man nicht. So. Das ist das und das ist jenes. Und ich habe einen großen Verkaufsraum. Das heißt, Kasse einschalten. Sehr gut. Das habe ich nämlich auch das gerne mal vergessen. Und dann müssen wir... Ich glaube, den Innenraum lassen wir so, oder? Da müssen wir erstmal gucken, wie das läuft. Und wir brauchen natürlich Artikel. Jetzt habe ich nicht geschaut, was haben wir denn hier überhaupt? Ich hätte vielleicht Marktforschung machen sollen. Was haben wir denn hier überhaupt für Kunden und so? Das können wir gleich im Geschäft nachgucken. Dann hätten wir vielleicht noch... Aber wir kommen, glaube ich, wenn ich den Tag beende, wir kommen erst am nächsten Morgen ins Büro, ne? Irgendwie so war das. Esstisch. Dann haben wir hier mal unseren Computer hin. Hier kann ich das, glaube ich, nicht sehen, ne? Bewegung verwenden. Das war Vermarktung. Keine Aufgaben, okay. Ja, jetzt wollte ich gerade am Stile der Kunden erkennen, was wir hier wohl für Kunden haben, aber gut. Ja, dann müssen wir einfach eine breite Palette von Sachen bestellen. Machen wir mal. Kleidung, Oberteil und Hosen, ne? War die Aufgabe. Wo sehen wir die Aufgabe? Sehen wir die irgendwo? UI ausblenden, Musik, Optionen, verlasse den Ladenartikel, Statistiken und Infos. So. 250 Artikel von La Fashionable. Müssen wir mal gucken, ob das eine bestimmte Marke von den Klamotten ist, die wir haben. Ach, guck mal, Informationen zur Stadt. Hier haben wir es doch. Arbeiter, Hipster und ITler. Hipster und ITler würde ich vielleicht sogar so ein bisschen zusammenpacken wollen als Kategorie, ohne dass ich jetzt die eine oder die andere Kategorie von Mensch da abverurteilen will. Dann schauen wir mal, ob wir da... War ja irgendwie so, dass man es auch ein bisschen einsortieren kann, ne? Kaufpreis anzeigen, Verkaufspreis anzeigen, okay. Fangen wir mal an mit Hosen. Und da wollte ich gucken, ob wir... Genau, La Fashionable. Können wir danach sortieren? Ich fürchte, nein. Okay, das heißt, wir machen ein... Das ist aber... Haben wir das schon mal gehabt, dass wir den Laden... Weißt du was, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, wir hätten das schon mal machen müssen bei einer Aufgabe und der Herr Gardehol hat es nur nicht bemerkt. Dann gucken wir uns mal die Hosen an. Welche sehen denn hübsch aus? Die sieht hübsch aus. Dann hier... Klassisches Gardinen-Style, ne? Also wenn ihr kein Geld mehr habt für Klamotten, dann geht er zu Mama, die schneidet die Gardine auf, macht eine Hose raus. Wunderbar. Dann hier einmal einen Silberstreifen am Horizont. Dann hier eine Farbe, die keiner tragen will. Perfekt. Dann hier die Fanhosen. Einmal Borussia Dortmund und einmal Männergesangsverein Erkenschwick. Dann hier einmal Werder Bremen. Und einmal Ed Schalke. Hallo? Wieso geht denn das nicht? Komm mal her. Na komm. Geht da... Hä? Wieso geht denn das nicht? Kann ich nur 7 bestellen? Was ist das? You kidding me? Das geht aber nicht. Wo muss ich denn das hinziehen, damit es funktioniert? Eben ging das noch. Also runterziehen muss ich es nicht, okay. Also die Hose runterziehen, verstehst du? Von wegen Hose... nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Okay, bestellen wir mal von jeder erstmal 2. An den Ständer passen 4, glaube ich, ne? Schon ein ziemlich hoher Wareneinsatz. Wieso geht denn das nicht? Wo? An welche Stelle muss ich es genau hinziehen? Hier nicht. Hier auch nicht. Im freien Bereich auch nicht. Nach vorne auch nicht. Nach hinten auch nicht. Oh je, oh je, oh je. Okay, dann bestellen wir erstmal die.
Das sind 24 Teile. Jetzt geht's wieder. Die hat man, glaube ich, noch nicht. So. Haben wir doch hier was Schickes von La Fashionable, was mir gefällt? Ja, ich glaube wohl nicht. Oberteile. Oberteile. Da würde ich ja mal sagen, die Dinger sind ganz schick. So ein Klassiker, ne, aus den 90ern. Geht das wieder nicht? So. Das sind jetzt erstmal die Sachen, die dann auch zu den Hosen passen. Und ja, so klassische Holzfällerhemden sind, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Und dann vielleicht was für die Dame. Oder den Herren. Wir sind ja da. Oder beides. Da sind wir ja offen. Vielleicht auch mal ein ganz hässlich. Und passend zu den Gardinenhosen. Keine Ahnung, warum das jetzt alles geht. Gut, haben wir jetzt viel zu viel bestellt. Für viel zu wenig Lager. Beenden den Tag. Und dann werden wir morgen einräumen. Ah, 1000 Miete. Oh, shit. Da müssen wir ja jede Menge nachverkaufen zur Not. Wir können auch Mitarbeiter einstellen, weil wir wissen ja schon, das ist unser Kreuz. So, ein Zinsen, da sind wir ja auch schon in der Vergangenheit wirklich richtig reich mit geworden. Verkauft haben wir nix. Katsching, Konzernvermögen 44402. Wir gehen zum Laden und wollen natürlich gleich Ehre öffnen. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das alles ging hier. Aber wir müssen natürlich als erstes mal hier unsere Waren einräumen. Wo waren sie denn? Da kommen sie schon. Ich brauche nochmal so eine Taste hier mit. Ich habe ja die ganze Technik hier. Danke da auch nochmal an Elgato, dass wir hier diese Sachen alle einspielen könnten. Wir müssen das auch noch in Garderol Rot designen, aber ich glaube, dieser Name hier, Arnimna, hat ja schon ein relativ eigenes Design. Ich glaube, es passt nicht alles hier rein, ne? Doch. So, einmal alles auspacken. Ach, es passen ja also die Paletten, glaube ich, drauf. Und dann können wir schon mal loslegen. Und dann ist natürlich das Spannende, was wir zuletzt natürlich nicht gemacht haben, aber so Sachen wie, oh nein, nachgekauft und so. Die sind gerade beschäftigt. Wow. Okay, dann müssten wir mal ganz dringend hier Waren bearbeiten. Machen wir erstmal die Hosen. Machen wir vielleicht die Hosen dazu passend, die Oberteile jeweils. Vielleicht so. Und so und so. Genau. Dann zurück. Unterartikel auffüllen. Kommen auch schon die ersten Kunden. Ich hoffe, die wollen nichts kaufen. Das wäre fürchterlich. So, Hosen. Da war jetzt nochmal die hier und die hier zunächst. Oh ja, gute Frau. Und dazu passen natürlich hier einmal Modell Shamish. Das kommt immer gut an. So gut, dass sie keine Fragen haben. Und da ist unser erster Verkauf. Natürlich in so einem noblen Laden wie unserem. Da wollen die Leute natürlich gerne was haben. Das verstehe ich. Bitteschön, junger Mann. Empfehlen Sie uns bitte gerne weiter. Und wir müssen hier weiter auspacken. Gucken wir die nächsten Kunden. Vielleicht müssten wir da doch Mitarbeiter einstellen. Mal schauen. Das ist natürlich, ja, gerade in die Filiale reingekommen und also gerade die Filiale übernommen, sofort Mitarbeiter einstellen, nichts selber machen. Nicht, dass sie uns beklauen da draußen. Guten Tag. So, ich muss mal kurz hier einräumen, ja? Warten, ich bin sofort bei Ihnen. Dann haben wir nochmal die schicken Hosen und wieso haben wir denn jetzt von den blauen 8? Hat er die doch da drauf gezogen, oder was? Und dann nehmen wir dieses Oberteil dazu, das ist nämlich wunderbarst. Ja, ich komme. Ich bin aber kein Hund. So.
Junge Frau, was darf ich Ihnen anbieten? Oh, für 18, das ist ein bisschen wenig. Nächstes Mal bitte mehr bestellen, ja, danke. So, was haben wir hier? Man muss ja auch zu seinen Kunden immer freundlich sein und denen auch dann mal klar machen, von ihr was muss ich ja auch leben, ne? Also wenn man hier schon gepfiffen wird wie ein Hund, dann, so. Ich bin sofort bei Ihnen. Einen Moment bitte. Ich muss nur kurz die Ware auslegen. Ja, ist ja gut. Hallo, ich bin doch hier. Jetzt haben die Sachen geklaut. Ah ne, der eine hat noch bezahlt, okay. Im Rauslaufen. Ich muss auch gar keine Kunden hier abfangen. Wie kennen denn? Ja, aber natürlich. Was kann ich für sie tun? Hier, dieses schicke Holzfällerhemd. Natürlich. Das, sage ich Ihnen aber gleich. Das ist ein ganz tolles Hemd. Ja, ja. Was ist kaufen? Ich muss zum nächsten Kunden. Danke. Ah, ich glaube, wir brauchen wirklich einen Mitarbeiter hier für einen Laden oder so. Guck dir das mal an. Na, wenn die jetzt Fragen haben und so, ich kann nicht kassieren und gleichzeitig... Nein, ich muss kassieren. Da tut mir sehr leid. Ich kann... Ja, wir müssen einen Mitarbeiter, einen Verkaufsmitarbeiter einstellen, ne? Guckt euch das an, das geht nicht anders. Okay, der hat die ganze Zeit Fragen gehabt und jetzt holt er die Sachen einfach. Oh, 78. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wir brauchen einen Mitarbeiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist das denn zum ersten Mal, dass wir so einen riesen Laden haben? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch noch einen richtig guten Mitarbeiter, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden betreuen gehe, das wird ja nicht fertig. So, Jungfrau. Einmal für 44 von Le Fashionable. Schön, dass Ihnen dieser Artikel so gut gefallen. Was sagt denn unsere Siegbedingung? 13 haben wir schon verkauft. Okay. Von 250. Kam mir eigentlich mehr vor. So, jetzt müsste ich natürlich eigentlich rausgehen, ne? Und dann mit den Reden und so. Also das ist schon alles schwierig. So, die gerne Hosen hätten die gerne. Ja, die gerne Polunder. So, jetzt müsste ich eigentlich bequatschen, dass die hier reinkommen. Aber wenn ich das mache, dann steht schon wieder an der Kasse. Ja, wir sind auch neu hier. Ja, kommen Sie mal rein hier. Bitte mal. Ja, ne, Sie sind der Beste. Auf jeden Fall. Ganz toll. Super. Wahnsinn. Thanks. Ich komme. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Puh. Was ist denn Stress hier? Und das für 18 Euro. Da kannst du doch nicht von leben. Vor allem, was war denn dein Einkaufspreis? 81. Warum sind manche Sachen so teuer, manche so günstig? Was haben wir denn hier? Bestellverlauf. Ich habe vielleicht möglicherweise die Preise irgendwie nicht... Oh, guten Tag. Dankeschön. Wäre das in meinem Supermarkt auch so gelaufen, das wäre natürlich super gewesen. Hens Supermarkt. Ich bin überfordert. Okay, Leute, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen den Tag mal hier irgendwie ganz stressvoll zu Ende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir einen Verkäufer einstellen oder einen Mitarbeiter dabei. Ich weiß es gar nicht. Das ist so teuer, dann die Mitarbeiter einzustellen. Wir gucken mal. Also bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.